Hast du sie eigentlich noch alle? Ich war das nicht. Warum soll ich sowas tun? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Natürlich hast du uns verpfiffen. Hab ich überhaupt nicht. Aber sonst war keiner dabei. Und es wusste auch sonst niemand was davon. Also, wer soll es gewesen sein? Jeder kann euch im Kaufhaus gesehen haben. Ich hab das wirklich nicht gemacht. Aber du hattest doch von vornherein Angst. Wir hätten ja einfach nichts davon erzählen dürfen. Ist doch egal. Vielleicht war sie es ja wirklich nicht. Und ob sie es war, deinetwegen müssen wir jetzt diese beschissene Sozialarbeit machen. Und uns mit diesen alten Leuten abgeben. Nur wegen so blödem Schmuck. Sorry, Lynn. Das hast du dir echt verspielt. Ich war das nicht. Ich würde doch niemals meine Freundinnen verraten. Bitte gebt mir noch eine Chance. Eine Chance. Aber lass dir bloß was Gutes einfallen. Wir sehen uns am Samstag. Was wird das jetzt heute Abend? Hat irgendwer Geburtstag? Nee, ich hab gedacht, ich lade die Mädels einfach mal zum Essen ein. Kann man doch so machen, oder nicht? Wen hast du eingeladen? Ist doch egal. Klar. Und was sagen deine Eltern dazu? Ich glaube, ich bin alt genug, um das selbst zu entscheiden. Außerdem sind sie eh nicht da. Ich meine ja nur, immerhin ist das ihr Haus. Zum Partyfeiern würde ich mir an deiner Stelle die Erlaubnis holen. Wie gesagt, ich bin alt genug. Außerdem, das wird keine Party, das wird nur ein Abendessen. Okay, okay. Ich dachte ja nur. Hey. Hi Marek, ich wusste ja gar nicht, dass du noch da bist. Aber es ist natürlich schön. Da wird's bestimmt lustig. Na, hast du doch nochmal eine Chance bei deiner Flamme bekommen? Oder weiß sie noch gar nicht, dass du auf der letzten Party mit Testung gemacht hast? Ups! Ich habe mit überhaupt niemandem rumgebracht. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid, Alex. Keine Angst, Mädels. Ich lasse euch gleich alleine. Bei euren Mädelsabend muss ich definitiv nicht dabei sein. Danke. Dankeschön. Was soll das denn werden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich dachte, das Thema mit denen hast du endlich beendet. Ich muss das machen, ich bin ihm was schuldig. Warum verdammt nochmal bist du ihm was schuldig? Ich verstehe bloß nicht, warum du immer noch versuchst, mit denen befreundet zu sein, nachdem sie dir die Schuld gegeben haben. Marek, ich will da einfach nur dabei sein. Das sind meine Freunde. Lynn, die geben dir die Schuld, dass sie für Diebstahl bestraft werden. Das sollen Freunde sein? Hör auf, dich dauernd von denen fertig machen zu lassen. Du hast doch keine Ahnung, das sind meine Freunde. Ich habe nie was gegen sie gesagt. Also lass mich einfach. Naja, musst du wissen. Ich misch mich da nicht mehr ein. Wenn du unbedingt zu denen dazugehören musst, bitte. Aber ich lass mich von denen nichts mehr sagen. Wir sehen uns später. Ih, was ist das denn? Das sieht ja eklig aus. Das sieht aus wie Spargel. Ich würde sagen, das kommt platt. Da muss ich mir mein Essen ja auch noch selber kochen.
Da bist du ja, meine Liebe. Schön siehst du aus. Ganz schön rausgeputzt. Das ist ja nicht schwer, so wie sie sonst aussieht. Schau mal, wir haben dir was mitgebracht. Das hast du doch letztes Mal so gern getrunken. Das war vielleicht ein bisschen viel. Wollt ihr was essen? Ich habe Raclette vorbereitet. Super. Ja, super. Was wollt ihr trinken? Cola, Wasser, Fanta? Leben, setz dich doch. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Wobei, vielleicht ein bisschen Saft für den Geschmack. Das wird spaßig. Sollten wir vielleicht nicht lieber erst mit normalen Getränken anfangen? Es ist gerade mal 7. Ach Quatsch, Sophie, gib mal den Wodka rüber, damit man es hier überhaupt aushalten kann. Danke, das reicht. Für dich. Danke. Braucht ihr sonst noch irgendwas? Ein paar Jungs vielleicht? Das würde dir so passen. Aber mal im Ernst, gegen so ein paar süße Jungs hätte ich jetzt auch nicht. Setz dich, Lynn. Lass uns doch erstmal auf unsere Gastgeberin anstoßen. Auf Lynn. Aber verpetz uns nicht noch einmal. Ja. Nächstes Wochenende gehst du mit uns auf Tour. Ja, genau. Und dann suchen wir dir mal einen richtigen Mann. Aber sie hat doch schon einen Freund. Ja, einen richtigen Mann. Einer, der auch ein bisschen was drauf hat. Und vor allem keinen Ausländer. Wobei, Marek ist ja schon ziemlich heiß. Ich habe nächstes Wochenende schon was vor. Sorry. Das war ja wieder klar. Gehst du auf irgendein Familienfest oder vielleicht diesmal ins Theater? Du hast keinen Bock mehr auf uns. Naja, sie hat immer... Willst du dich jetzt auch noch verteidigen? Nee. Quatsch. Also, überlegst dir, wir oder dein Ausländerfreund. Als ob das mit euch lange hält. Marek ist kein Ausländer. Er ist in Deutschland geboren. Wenn ich du wäre, würde ich mir das genau überlegen. Er hat nämlich nicht nur dich als Freundin. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ach ja? Und wo ist er dann heute? Bei seinen Freunden. Wo soll er sonst sein? Vielleicht von der Stadt hat er deine Nebenbuhlerin. Wer weiß. Hört auf damit, das stimmt nicht. Woher willst du das denn wissen? Hans, wer erzählt es dir? Und da habe ich schon einige Sachen gehört. Du willst es doch nur nicht wahrhaben. Oder glaubst du allen Ernstes, Marek würde sich mit dir zufrieden geben? Mit dir? Mir reicht's, geht bitte! Wir sind aber noch nicht fertig mit dir. Jetzt geht's erst richtig los. Hey Lynn, na, wie war's?